So, weiter geht's heute mit FIFA und dem nächsten Spiel. Schildschirmverhandlung. Das könnte auch nur der, kann eigentlich nur der Transfer von, ja, Bella Kotschap, ja. 18 Millionen wollen sie dann doch nicht zahlen. Mal gucken, wer der nächste Gegner überhaupt ist. Ja, gestern dieses Superrennen 3:0 gegen die Münchner. Ich weiß gar nicht, wer der nächste Gegner in der Liga ist. Also Spieltag Nummer 28 steht auf jeden Fall jetzt gleich an. Ich glaube, die da alles mit den scheiß Trainings, weißt du. Das müssen sie auch mal ändern mit der Nationalmannschaft, dass die nicht die gleichen Trikotnummern haben wie der im Verein. Ah, Hertha, genau. Dann Real, ach Gottchen. Man kriegt es ja gerade so ein bisschen hintereinander weg. Aber wie gesagt, erstmal die Hertha und dann kommt Real Madrid. Und in Berlin haben wir. Wie war bitte in Berlin? Ich glaube, ja, dürfte eigentlich. Da haben wir nämlich letzte Saison verloren mit 1:0. Haben wir beide Spiele in Berlin verloren, auch gegen Union damals, die ja die Saison abgestiegen sind oder vor der Saison abgestiegen sind. Egal, komm. Dieses Duell spricht für sich. Zwei Mannschaften, die Heimspiel wissen, sogar. Worum es geht, die wissen, heute muss ein Sieg her. In ein paar Minuten geht's los mit Schalke 04 gegen Hertha BSC. Ist gut, dass wir ein Heimspiel haben. Das ist jetzt aber schon das dritte Heimspiel hintereinander. Wir haben ja Wolfsburg zu Hause gehabt. Da haben wir ja 2:0 gewonnen. Dann der Sieg gegen die Bayern in, gestern in der letzten Folge und dann jetzt heute Hertha. Naja, nehmen wir mit. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Wir haben auch schon 5-6 Auswärtsspiele hintereinander gehabt, also von daher. Hertha BSC. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser Saisonphase ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Also das dürfte mit Sicherheit eine großartige Partie werden. Ja, auf solche Spiele freut man sich als Kommentator natürlich immer ganz besonders. Das wird mit Sicherheit ein echter Leckerbissen, wenn sich diese beiden Offensiv-Giganten begegnen. So. Na dann, auf geht's ins Match. Spieltag Nummer 28. Die Saison ist bald zu Ende. Und dann wollen wir heute soll den Titel fallen. Also ja, Real in der nächsten Folge. Und aber jetzt erstmal Hertha. Da muss man ja auch diese 6 Punkte Vorsprung von Borussia Dortmund verteidigen. Marcelo Brozovic. Den Ball kann er abfangen. Bitte löst. Hertha macht es gerade ein bisschen clever. Die gehen nämlich drauf hier. Die große Überraschung dieser Saison. Das sind auch, da ist er alleine durch. So, dann ist es Paulinho. Aktion geht weiter. Er ist noch heiß. Und dann gibt es die Schalke haben die erste Chance, Paulinho. Aber für den Keeper Glück. Aber es funktioniert. Marco Richter auf Lucas Salario. Das hat gegen die Bayern funktioniert. Das funktioniert im gleichen Moment gegen die Hertha. Und damit ist es Tor Nummer 23 für Salario. Und die nächste Vorlage von Marco Richter. Und das ist das 1:0 für uns. Das. Ich schaue nochmal auf die Wiederholung. Ausgangspunkt ist der Eckball. Und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Aber traumhaft. Keine Chance für den Keeper. Er
freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches. Weil die 39 Verletzungen wird er nicht knacken können, aber zumindest mal wieder vorne in der Torjägerkanone gegen seinen Teamkollegen. Im Studio gibt's Neuigkeiten von einem Elfmeter aus dem Parallelspiel. Es gab Elfmeter für die Gäste und sie haben ihn verwandelt. Der Ball geht genau unter die Latte, der Torwart ahnt das, aber ja, verhindern kann er dieses Tor dennoch nicht. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 12 Minuten. Danke für dieses kurze Update. Aha, ein Tor für die Gäste durch den Elfmeter, welch eine Überraschung. Im Parallelspiel. War gut, vielleicht Dortmund, ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht, ob die auswärts spielen. Wir müssen es hinnehmen, wir müssen unser Ding einfach irgendwie durchrocken. Sie geben den Ball bis jetzt wieder ab. Ja, Hertha macht aber auch nicht schlecht. Die sind nämlich drauf dran mit diesem Mega-Pressing. Wir haben jetzt durch die Ecke, durch diese Standardsituation, die Führung erzielt. In der Mercedes-Benz Arena ist was passiert, nämlich ein Tor. Ich gebe kurz ab ans Studio. Wir haben hier das erste Tor für Stuttgart. Neuer Spielstand damit 1:0. 21 Minuten sind gespielt. Latza. Damit zurück zu diesem Spiel hier. Lucas Alario. Gut, der tankt sich durch gegen den Verteidiger Lucas Alario. Der Herr Tanner grätscht ins Leere. Alario hat das Ding oben rein ins Eck. Tor Nummer 24 für ihn. Und 2:0. Man nimmt ja die Defensive im Alleingang. Die sehen alle nicht gut aus. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass er sich dann durchdreht. Trotzdem, Fragezeichen, was die Abwehr betrifft. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Ballverlust. Ja. Könnte jetzt was werden. Hagisch Paulinho, der jetzt ein bisschen. Der Ballverlust. Oh, das gibt Freistoß für die Schalker. Freistoß für Schalke. Schnell ausgeführter Freistoß. Alario, Alario, das funktioniert noch. Wunderbar, Lupenreiner Hendrik, 31. 3:0. Tor 25. Na, die Frage, schafft das doch noch vielleicht sogar auf die 39? Ich finde, man fällt 14 Tore, aber wenn er so weiter knipst. Aber schön, schnell aufgeführter Freistoß von Latza. Dann setzt sich Alario gegen 2 durch und haut das Ding ins lange Eck. Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens. Schön mal warm schießen für die Königlichen in der nächsten Runde. Die Anzeigetafel spricht Bände. Und mit denen haben wir auch noch eine kleine Rechnung auf. Mit United haben wir sie, beglichen, zumindest erstmal. Das erste Tor für die TSG Hoffenheim. Der neue Spielstand damit 1:1. Jetzt ist der Platz da. Ja, Glück gehabt, die Flanke kam nicht durch. Jetzt ist Platz für den Konter. Szene immer noch gefährlich. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Aber so gut abgekocht eigentlich. Musiala. Marco Richter. Richter. Ja, der hat ein bisschen wenig Platz jetzt. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Ah, klasse geklärt. Ja, gut geklärt da, muss ich sagen. Ah, Richter, Glück gehabt, dass er da für die Hertha, dass er da nicht. Sandro Tonali. Sie geben den Ball. Und der Ballverlust der Berliner. Da sehen wir die Schalker provozieren. Richter, schön gemacht. Oh, da ist er durch. Oh, ah, Glück gehabt. Gefährlich werden können. Jo, dann ist Pause. Und wenn sie nicht aufpassen,
dann wird das hier eine ganz bittere Nummer. Es steht schon 3:0. Ja, der zeigt heute eine hervorragende Leistung. Starker Auftritt von ihm, er versucht es aus allen Lagen. Jo, passt. Also 3:0 klingt erstmal, sind wir in Dortmund übrigens nur 1:1 in Stuttgart. Das kann gerne so bleiben, dann wären es nämlich doch 2 Punkte mehr, dann wären es nämlich 8 Punkte. Aber wie gesagt, ich gucke erstmal auf meine Aufgaben, gucke auf meine Situation, was die anderen machen, da schauen wir dann, nehmen wir dann mit. Und ja. Er scheint nicht abspielen zu wollen. Läuft weiter. Ja, kleiner Fehler von Mien, dass er da nicht hat abspielen wollen. Gibt hier Vorteil, für Vorteil blau-weiß. Das war einfach. Maxi Meko, der diesen Ball souverän hält. Ja, und die Schalker bleiben dran. Auch Musiala, der jetzt in die Lücke dazu läuft und diesen Einwurf provoziert. Emerson Leite de Sousa. Es gibt Neuigkeiten aus der Mercedes-Benz Arena und zwar ein Tor. Ich gebe kurz ab ans Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Dortmund. Schade. Der neue Spielstand lautet damit so ein bisschen schade. Gespielt sind 54 Minuten. Vielen Dank für die Info. Harmloser Abschluss. Und der VfL Wolfsburg scheint einen Transfer vorzubereiten. Ja, das gibt auf jeden Fall freie Vorteil für die Schalker. Gibt aber nichts auf die noch Glück gehabt, Pero, der hat sich da. Das war jetzt eher harmlos, aber die Szene vorher, die war enorm. Glück gehabt für die. Ja, Hertha macht es, Schalke macht es momentan ein bisschen zu lässig. Spielverlagerung jetzt. Tick zu lang. Zentner, Ludwig. So, dann können wir jetzt mal ein bisschen wechseln, weil ich denke mal, das Spiel dürfte entschieden sein. Und im Hinblick auf das nächste Spiel, was dann heißt Real Madrid, oder der Gegner Real Madrid heißt, denke ich mal, die richtige Entscheidung. Jetzt kommt der Wechsel, eine ganz, ganz starke Leistung. Alario mit auch seinen 3 Toren in der ersten hat seinem lupenreinen Hattrick jetzt diesen Wechsel. Oh, das gibt natürlich Freistoß. Hat er schön, hat er den Mann weggecheckt. Demnächst steht das Viertelfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League auf dem Programm für den FC Schalke 04. Dann geht es zu Hause gegen Real Madrid. Und da ist eine interessante Partie natürlich vor Programm. Ja, erstmal zu Hause wieder mal. Das hat man gegen United gehabt. In der Mercedes-Benz Arena. Da hat man es dann in Manchester gedreht oder gemacht. Wir haben hier den dritten Treffer. Das heißt, wieder einmal Heimspiel zuerst gegen Real, nicht das Auswärtsspiel zuerst. Sind hier 71 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Wichtig, dass er sich den Ball Becker. In der Bundesliga geht's für die Gäste wie folgt weiter. In Düsseldorf. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Klärt den Zeiten aus, wird natürlich Einwurf geben jetzt. Klasse, wie er das macht. Gut gemacht. Ja, wie gesagt, Hertha fällt nicht ein. Die Schalker, die machen das momentan zu lässig. Das ist ein bisschen zu einfach teilweise. Gibt Einwurf. Einwurf durch. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Da ist Platz auf dem Flügel. Mit mir gegen Ludwig. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Geht jetzt in die Mitte. Er lässt den Gegner stehen. Der und hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet ein Klasse. Es gibt zumindest Ecke für die Berliner. Neuigkeiten zum Spiel in der Pre-Zero Arena. Gute Kopfballchance. Aber wenn die Abwehr so dran ist, wenn sie so zumacht, dann kommt halt nichts mehr rum. Ganz klar, das haben sie gut verteidigt. Da war kaum mehr rauszuholen. Oh, der war gut. Kommt der durch? Ja, der kommt. Ja, das gibt nichts Einwurf. Stark gemacht, das könnte was Richter! Ball
Der fast noch irgendwie das Tor der zweiten Halbzeit. Aber ja, das Ding ist in der ersten Halbzeit ein Dreierpaar von Alario sowieso entschieden, relativ schnell. Die letzten zwei Minuten sind angebrochen. Nur noch der Torwart. DJ Rodriguez. Jetzt können Sie klären, hätte sonst gefährlich werden können. Nachspielzeit. Coutinho. Rashica. Und das pfeift der mir auch weg. Ich schieße mit zwei gegen den Keeper und pfeift dort zurück. Aber ist egal. Ist die Spielentscheidung. Wir haben es gewonnen. Und holen diese drei Punkte. Mehr wollten wir nicht. So. Verdient, völlig verdient gewonnen. Hertha hat dann nicht, außer dieses Pressing, was am Anfang kam, nicht so viel. Dortmund gewinnt übrigens ein Stück dann 3-2 noch und hält sich diese Meisterschaft warm. Nächster Gegner, wie gesagt, ist Real Madrid dann im Viertelfinale. Wir fangen mit dem Heimspiel an und ja, das machen wir dann in der nächsten Folge.